Da geht es jetzt einfach bergauf. Bergauf, bergauf, bergauf. So, ich fahre dann erstmal hier rein. Und bin natürlich verkehrt gefahren. Das ist natürlich jetzt wieder eine absolute Bombe. Weil hat sich ja geändert. Ja, sicher. Jetzt kommt der Kollege dann auch noch hier rum. Okay. Will der Kollege auch hier rein? Weil ich war, ich hätte andersrum reinfahren müssen. Ja, weil ich fahre jetzt total verkehrt. Weil ich muss hier halten. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie hinkriegen. Ob ich hier irgendwo drehen kann. Das war eng. Das war verdammt eng. So, da kommt der Kollege jetzt. Den machen wir mal schnell Platz. Das ist aber, sonst nimmt er mich nämlich mit. Wollen wir nicht. Ja, ja. Verkehrt rum reingefahren und schon ist ein Problem. Johannes Rauplatz. So, der Kollege ist weggespawnt. Können wir vielleicht gerade mal nutzen, wenn ich jetzt nochmal hier reinfahre. Damit ich dann rückwärts rumkomme. So, gucken wir nochmal. So, jetzt werden wir uns natürlich mit Verspätung besudeln. Mal andersrum lenken. Farmblinker noch einschalten. Bei Vorsicht, hier fährt der Andi. Hier. Falscher Knopf, das ist immer gut. Falsche Knöpfe drücken. So, wir gucken jetzt mal, ob wir hier rumkommen. Das wird eng, das wird eng, das wird eng, aber das scheint zu passen. Kennen Sie mal lieber Herr Kowalinski, Führerschein auf der Zeche gemacht oder was? Oder auch nicht wirklich. Aber jetzt sind wir auf jeden Fall richtig. Nö, auf der Zeche habe ich nicht gemacht. Ich habe die Lotte gewonnen, Julian. So, guck mal. Klar. Aber damit kann ich leben. Wenn es schnell geht, dann haben wir gleich Glück. So. Jetzt geht's weiter. Kleiner, feiner Bahnhof. Da kommt nichts, das ist gut. Oder? Aber die Bremse. Na komm, DHL Express. Ja, wir haben rot. Na herrlich.
Dann bleiben wir stehen. Sind jetzt zweieinhalb, fast drei Minuten drüber. Naja, gut, passiert. Das passiert. So, jetzt aber drei Minuten Verspätung, aber vielleicht kriegen wir sie ja noch rein. Hätte ich jetzt nicht so eine Aktion gestartet, ja klar, wäre es wahrscheinlich nicht passiert. Da kommt der nächste Kollege, was heißt das da für eine Linie? Könnte der SP-Linie sein, das kann man doch nicht erkennen. Wir warten einfach mal ab, bis wir hier mal irgendwann auch grün kriegen, was mir jetzt der Fall ist. Na, konnte ich nicht so wirklich erkennen, ist nicht schlimm. Navigation lässt mich jetzt auch komplett in Stich. Find jetzt gar nichts mehr. Schade eigentlich. Heißt, wir sind jetzt komplett auf Hilfsfall angewiesen. Aber das sollten wir auch hinbekommen. Na, wir haben ja hier unsere dynamischen Hilfspfeile. Oh, stehen bleiben hier. Die auf jeden Fall besser sind wie der ganze Wald von Hilfspfeilen jedes Mal. Na, es gibt ja auch Maps, da feilt man sich tot. Gladbeck zum Beispiel. Ja, die können ja gut. Da wird aber nichts mit dynamischen Hilfspfeilen irgendwie gemacht. Fallen sondern auch wenn du so eine Map hast, so zig hundert Linien rumfahren, also bitteschön. So, ich müsste hier einen Pfeil haben. Ich gehe mal davon aus, wir fahren gerade aus. So, aber ich gehe da mal von aus, machen wir das einfach jetzt. Wo ist denn die Ampel? Da. Wo ist die Ampel? Ach, da. Und jetzt haben wir richtig Verspätung gesammelt. Das ist wunderbar. Ja. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir diese Verspätung nochmal reinkriegen. 5 Minuten. Das heißt, ich muss fliegen. Nur fliegen ist jetzt quasi schöner. Ja, auch noch eine schöne Aussparung, damit ich hier rumkomme. Schön gemacht. Schön, schön. So, wir halten hier auch nicht an. Vorne ist unsere Haltestelle. Die wir jetzt mit 4 Minuten Verspätung auch erreichen. Mahlzeit. Morgen. Normal. Mahlzeit. Besten Dank. Hallo. Bitte schön, dann machen wir eben so. Hallo. Einmal normal, bitte. Ja. Toll. War gerade grün und macht das Dirt, ist es rot. Was soll denn das?
auch solle, ne? Ja, eklig. Aber wir müssen rechts rum. Na gut, aber ich meine, wenn du jetzt hier so zentral bist, ja. Ampeln mit einer längeren Rotphase, natürlich gang und gäbe, logisch. So, Türen schließen, die sind geschlossen. Dann gibt mir grün. Danke. Aufenthalt gehabt wahrscheinlich. Und das haben wir jetzt damit relativiert. Ist ja nicht schlecht, oder? Trotz meines, ich verfahre mich mal am Hauptbahnhof. Eklig die Sonne. Nächster Halt, LVR-Klinik. Warum kriege ich keine Ansage? Ansage kaputt oder was? Sagen, das, was ich bis jetzt sehe von dieser Map, das gefällt mir doch sehr gut. Abwechslungsreich, sehr performant natürlich. Hätte mich auch gewundert, wenn sie nicht performant gewesen wäre. Stellen wir uns mal hinter diesen Fiat 500. Ein J, der fährt, ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder was? So, mal voll in die Eisen gehen. Ihr habt gesehen, warum. Weil er war gerade der Meinung, nope. So, wir müssen hier drehen. Oh, meine Güte, besenkte Sau. Schade, das hätte fast geklappt. Können Sie mal ein bisschen ruhiger fahren? Komme ich hier nicht raus oder wie? Der Rückwärtsgang ist wirklich drin. Nö, schade. Jetzt geht das schon wieder los. Nö. Jetzt hängt da, ne? Jetzt hängt da. Okay, dann müssen wir es mal eben machen hier. Ich muss Unfall ausschalten. Ne? Hier so Kollision-Kacke. So, weil sonst kommen wir hier nämlich nie mehr weiter. Einmal hier rumrollen. So, dann machen wir das auch direkt wieder an. So. Schade, schade, schade. Eine kleine Ecke, die ich jetzt unterschätzt habe. Jetzt sind wir schon wieder mit Verspätung gesegnet. Schauen wir mal, ob wir es rauskriegen.
Ein Bus auf der Überholspur. Da haben wir den erwischt. So ein Mist. So, schade. Schade. So, die Verspätung steigt immer noch. Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, wir sind richtig. Interessant mit dieser Verspätung gerade. Bremsen. Ach, vielleicht fängt sich die Verspätung ja gleich wieder. Man weiß es nicht. Das haben wir auch. Ja, weil das Lustige ist ja, die steigt ja momentan gerade unaufhörlich. Egal wie ich gerade fahre. Ja, ich hatte einen Unfall, das ist wohl wahr. Da haben wir wieder einen Kollegen stehen. Hier halt mal nicht an. Jetzt sind wir nur noch knapp 4 Minuten verspätet. Fahren weiter ein bisschen zügiger. Auch die Straßenfeld ist das hier jetzt nicht gerade wirklich zulassen. Aber trotzdem schön hier. Keine Pfeile, ich gehe dann davon aus, dass ich geradeaus muss. Richtig von ausgegangen. Und doch haben wir ja einen Fall. So, Bus frei. Ich glaube, wir sind an der LVR-Klinik.
Nordstadt Bahnhof. Sie haben Umsteigemöglichkeit zum Regionalverkehr der Deutschen Bahn. In der LVR-Klinik, siehst du? So weit sind wir nämlich dann doch noch nicht. Kann ich denn hier zurück? Nein, auch nicht. Naja, der ist jetzt immer eine weiter. Okay. Hey. Hi. Hallo. 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 Morgen. Danke. Morgen. Moin. Oh, müssen die Tür noch zumachen. Und jetzt geht's auch weiter. Musste das jetzt sein? Ja, das musste sein. Da blieb mir keine andere Möglichkeit. Es musste.
das ist ja dann Nordscheid, da müssen wir ja hin. Das ist ja dann auch unsere Endstation. Am Park and Rail. So, diese riesige Baustelle hier. Die auch nicht schlecht aussieht. Runter. Einmal durch die Baustelle durch. Mal gucken, was ist denn mit diesem Pfeil hier gemeint? Zurück? Vielleicht? Ich meine, wenn ich jetzt hier von hier gucke, heißt das doch zurück oder heißt es da oben lang? Da bin ich jetzt echt gerade überfragt. Gucken wir mal. Was könnte das bedeuten? Aber ich habe die Befürchtung, als würde das heißen, fahre bitte zurück. Oder vielleicht dann doch nicht, dass es heißt, fahre hier lang. Keine Ahnung, was das heißen soll. So, aber ich gehe mal davon aus, es heißt, fahre zurück. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Weil für irgendwas muss das Ding ja hier auch gut sein. Aber ich sehe da hinten einen Pfeil. Ich glaube, das war richtig. Nordstadt Park and Ride. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Sie haben Umsteigemöglichkeit zur S-Bahn. Also war das richtig. Es geht dann hier wieder ein Stückchen zurück.
Und dann haben wir es geschafft. Dann ist die Tour vorbei. Nicht alles so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt habe. So, deswegen steht ja auch der hier, der Kollege. Aber an ihm kommen wir vorbei. So, mehr oder weniger. Und dann fahren wir nämlich hier rein und sind da. Und haben hier unsere Endstation. Ja. Fahren wir hier ran. So, wir sind angekommen, natürlich zu spät, was denn sonst? Hallo. Hallo, dann steigen Sie auch schon recht wieder ein. Weil wir haben wahrscheinlich auch schon umgeschildert. Das war viel zu viel. Klar, guck mal. Wunderbar. So, wir sind angekommen, wie gesagt. Das war die SB8, die erste Tour, die ich gefahren bin, jetzt hier auf Ruhr auf V2. Ich muss sagen, Qualität der Map, super. Ne? Da gibt es erstmal nichts zu meckern. Gibt es überhaupt was zu meckern? Ja, ich weiß es nicht. Nö, also ich, so erster Eindruck, nein, es gibt erstmal nichts zu meckern. Hat vereinzelte Stellen, ja, das ist ein bisschen herausfordernd. Aber so sollte es ja auch sein, ne? Eine Linie oder eine Map. Easy zu fahren ist auf Dauer ja auch ein wenig langweilig. Und daher muss ich echt sagen, Daumen hoch, top Arbeit, Carsten. Auch ein dickes Lob an dein Team, was dir da geholfen hat. Schöne Repaints bei, erst recht auch für die Facelifts. Da gibt es ja einige. Top, top, top. Ja, ich meine, wenn ich richtig gelesen habe, hat die Repaints der Chakotay entwickelt. Auch schöne Arbeit. Muss man dir lassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, ein Daumen nördliche Richtung. Likes wie immer gerne gesehen. Ne? Dürft ihr immer machen. Liken, liken, liken. Und abonnieren dürft ihr. Und Glocke drücken dürft ihr. Dann verpasst ihr definitiv kein einziges Video. Bis dahin, euer Andi. Haltet die Ohren steif. Die Ohren, nichts anderes, haltet die Ohren steif. Ciao, 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 ciao.